Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Unboxing von der My Little Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine Beautybox aus Frankreich, die monatlich normalerweise erscheint, außer Juli und August, da wird es zusammengefasst. Das heißt, nach einer langen Durststrecke haben wir endlich wieder eine My Little Box hier vor uns, denn das ist die September-Variante. Normalerweise kosten die 18,50 Euro pro Box und pro Monat, aber mit dem Code BISTRO kannst du diesen Monat, also im September, bis zum 30. September ist es dann ja, 5 Euro sparen, sodass die erste Box dich dann 13,50 Euro kosten wird. Wir haben hier jedes Mal eine wunderschöne Geschichte, die erzählt wird. Mindestens 2 Accessoires, also so Trend-Accessoires, sind enthalten und 3 Beauty-Produkte. Ich bekomme sie in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier mit euch zusammen anzuschauen, um sie vorzustellen und so. Vielen, vielen Dank an das My Little Boxen Team, denn ich darf auch dieses Mal wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Puh, das war jetzt viel geredet, ne? Jo, hier habe ich jetzt einmal das Schätzelein, da habe ich jetzt so ein bisschen was aufgeklappt, denn das sieht irgendwie hübscher aus, als wenn ich euch einfach den nackten Karton zeigen würde, oder? Und das ist ja auch so ein bisschen designt, Bistro des Dames ist es dann quasi, also das Bistro der Frauen erwartet uns im September. Mhm. Wir haben hier halt wirklich den ganzen Karton von innen bedruckt. Das lese ich euch nicht alles vor, ne? Das nehmen wir jetzt gleich nach und nach auseinander. Aber ich kann hier einmal dieses Editorial vorlesen, dass wir so ein bisschen in diesen Mood reinkommen. Finde ich immer ganz schön. Denn das ist immer alles so ein bisschen verspielter, französisch angehaucht. Ich mag das einfach gerne. Du merkst einfach, dass diese Box halt aus Frankreich kommt. In Frankreich ist alles mit ein bisschen mehr Chichi, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Und ich mag das Tralala einfach total gerne. Wohin gehen wir? Na, wie immer, oder? Diesen Monat geht es wieder so richtig los. Du versammelst deine Lieblingsmenschen, um tüchtig anzustoßen und gemeinsam den Sommer auszuwerten. Wohin es geht? In unser Lieblingsbistro mit den patinierten Fliesen und dem nonchalanten Charme, in dem wir Stammkundenstatus genießen. Lieblingskundin der Chefin, claro. Dazu eine Box, in der unser Chefkoch seine Spezialitäten für dich vorbereitet hat. Einen köstlichen Pflegecocktail, den du auspacken kannst, während du faul auf einem Stuhl aus buntem Stroh schaukelst. Was noch? Eine grüne Tote Bag mit einem stilvollen Print, der zu unserer Bräune passt, und Ohrringe, die unseren Outfits den letzten Schliff geben. Wie wäre es mit einer Runde minzgrüner Diabolos? Die gehen aufs Haus. Also die Ohrringe sind dieses Mal nicht mit dabei, das gab wohl mal wieder Lieferprobleme. Ich glaube, letztes Jahr war das doch auch so, ne? Und dann wurden die halt am Monat drauf geliefert, also quasi im Oktober. Wir kennen das mittlerweile. Und ja, ich werde tatsächlich diesen Monat nicht allzu viel feiern, um das mal so zu sagen, denn ja, ihr habt es ja wahrscheinlich auch auf Instagram mitbekommen, mein Opa ist verstorben und ja, da sind wir realistisch unterwegs, also ich bin total realistisch unterwegs, weil für ihn war es eine Erlösung, für ihn war es alles richtig, aber trotzdem hat man ja eine gewisse Trauerphase, die man so macht. Jeder trauert auf seine Art und Weise, deswegen bitte keine Anfeindungen oder sonst irgendwas. Das braucht einfach, das muss jetzt einfach wirklich nicht sein. Genau, einfach ein bisschen Respekt wäre nett. Und ja, nicht so viel zu feiern, nein. Also ich arbeite, ja, ich genieße es auch zu arbeiten und meinen Job zu machen tatsächlich, aber es ist trotzdem so, dass ein sehr, sehr geliebter Mensch von mir gegangen ist. Und das halt sehr weh tut. Auf jeden Fall sind wir hier bei der My Little Box und eigentlich ist das Thema halt auch wirklich schön, weil es ist so, die heißen Sommermonate sind vorbei und man trifft sich mit den Mädels, man ist irgendwie so ein bisschen chilliger zusammen und so. Und ja, geht dann halt in das Lieblingsbistro. Ich muss gestehen, meine Mädels und ich, wir haben jetzt nicht unbedingt so das Bistro, wo wir hingehen würden, das Café, den Restaurant oder so. Nö. Hier hinten steht dann auch so ein bisschen noch was drin, geschmorter Lauch, läuft bei ihm. Okay, das ist ein Rezept für geschmorten Lauch. Keine Ahnung, ob das irgendein klassisches französisches Rezept ist. Finde ich auf jeden Fall interessant, muss ich gestehen. Kenne ich als hier Käsesuppe, stehe ich drauf.
Jo, dann habe ich hier einmal die Tote Bag, müsste das ja sein. Ich mag solche Taschen richtig, richtig gerne leiden, muss ich wirklich sagen. Das sind 1A Einkaufstaschen, da kann ich gut was mit anfangen. Und hier steht auch was drauf. Der Stammgast, seien wir ehrlich, der echte VIP hier ist dein Shopper aus recycelter Baumwolle. Mit seinem Bistro-inspirierten Muster sichert er dir den besten Platz an jeder Bar. Ja, also den kannst du für alles Mögliche verwenden, ne? Ist ja wirklich so. Und ich guck wegen der Preise sowieso immer so ein bisschen im Internet rum und vergleiche und so und schaue dann, was ich dann einblenden kann. Das ist jetzt so natürlich wahrscheinlich eher ein Zirka-Preis. Wobei auch die My Little Box hat einen Online-Shop. Also vielleicht ist dort die Tasche sogar aufgeführt. Ich finde das Muster sehr, sehr retromäßig, aber irgendwie total cool. Erinnert mich an Prielblumen in diesem, ne? Die waren aber damals bunt. Das weiß ich noch. Denn damals, als ich halt in meiner Sturm- und Drang-Jugendzeit war, haben wir auch viel Zeit im häuslichen Partykeller verbracht. Und das haben meine Eltern damals auch gemacht. Und es war ein Reim. Und da klebten überall Prielblumen um die Spüle drumherum. Ne? Und genau, das. Daher kennt ich die, weil also zu meiner Zeit gab es tatsächlich keine Prielblumen mehr auf den Prielflaschen. Genau, hat hier sogar einen Knopf zum Zumachen, also so einen Druckknopf, das finde ich auch immer sehr praktisch, riecht sehr, sehr angenehm. Wirklich angenehm, da muss ich jetzt mit dem Lippenstift aufpassen, dass ich das nicht dreckig mache. Und ja, hier ist halt auch irgendwie so ein Spruch von der My Little Box mit dabei. Also die Tasche finde ich gut, finde ich richtig, richtig gut. Ja, und mittlerweile habe ich meinen Freund hier auch dazu bewegen können, das ein oder andere Täschlein in seinem Auto aufzubewahren, dann es ist unheimlich praktisch, sowas im Auto halt drin zu haben und wenn man dann einkaufen fährt, dann hast du die halt dabei, ne? So, dann habe ich hier noch ein kleines Täschchen mit eben demselben Muster, das ist dieses hier und ich würde sagen, dass wir hier dann die drei Beauty-Produkte drin finden werden. Gucken wir mal. Ui, das ist, stimmt, wir hatten eine Kooperation mit MAC auch diesmal dabei. Neue Saison, neue Must-Haves. Du möchtest dir nach dem Sommerurlaub noch ein paar weitere Must-Haves sichern. Und dann hast du hier einen Geschenkgutschein auch mit drin, über 15 Euro. Wappne dich jetzt für die neue Saison und vereinbare deinen persönlichen Beratungstermin in deinem MAC-Store deiner Wahl. Und lass dich von einem Make-up-Artisten beraten. Ja, und das kannst du entweder online oder halt im Store einlösen. Ich weiß nicht, bis wann ist der denn gültig? Und kann man das vielleicht sogar... Na, und nicht auf Sonderangebote. Also kannst du es dann safe auch nicht auf einen Adventskalender oder so anwenden. Das ist natürlich schade. Hä? Ach doch, bis 31. Oktober 2022. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich das eingelöst bekomme. Ich hatte tatsächlich auch das schon das ein oder andere Mal in Boxen drin enthalten und habe mir dann mal eine Foundation gekauft oder da im Sale zugeschlagen, wobei das ja nicht auf dem Sale gilt. Muss ich mal schauen, wo ich das dann verwurstet bekomme. Aber 15 Euro sind 15 Euro, ne? Das ist schön. Hier habe ich dann die drei Schätzeleins, die drei Produkte. Oha, das ist ein MAC-Lippenstift in der Farbe 707 Ruby Woo. Okay, ja, ich mag rote Lippenstifte. Hab einige da. Durch die ganzen Adventskalender ist es natürlich so, dass das Ganze sich auch immer wieder erhöht vom Bestand her der roten Lippenstifte. Aber ich muss sagen, gerade was so High-End-Lippenstifte angeht, ich habe jetzt auch heute einen von Estee Lauder drauf, den ich glaube ich mal in der My Little Box drin hatte. Du merkst schon die Qualität. Es ist schon was anderes. Es hält richtig gut. Ist eine Full-Size. Es dürfte auch so 23 Tacken kosten. Ne? Das ist nicht günstig. In einer sehr, sehr ähnlichen Farbe. Das ist natürlich sehr witzig. Da muss ich gucken, ob ich den gegebenenfalls vielleicht sogar schon habe. Ne? Dass ich da dann einfach mal schaue. Ich weiß gar nicht, welches Finish haben wir hier. Ich mag ja gerne diese etwas glänzenderen, also creamy. Retro-Matt. Okay, das ist matt. Da muss ich gucken, ob ich den wirklich behalte oder ob ich den weiter wandern lasse. Aber so einen MAC-Lippenstift finde ich schon schön in der My Little Box, muss ich sagen. Ab und an haben wir da einfach mal ein bisschen Glück. Ne? Wir hatten auch schon mal eine MAC-Mascara drin. Ein Monolidschatten, das fand ich jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Aber ein Lippi, ja, ist nie weg. Also ich mag's. Dann habe ich hier von My Little Beauty, das ist die Eigenmarke von der My Little Box. Auch da, manchmal hat man die Möglichkeit, solche Produkte im Onlineshop nochmal nachzukaufen. Super Drop hydratisierendes Serum mit 14 Millilitern. Hydratisieren kann ich gut gebrauchen. Ich bin eine Trockenpflaume, die viel Liebe für ihre Haut benötigt. Morgens und abends, ach ein Borage-Öl, okay. Morgens und abends auch das gereinigte Gesicht auftragen. 2 Tropfen reichen vollkommen aus. Schließe die Augen, entspann dich und deine Haut wird es auch tun. Ne, das finde ich gut. Und ich glaube, Borage-Öl ist halt auch irgendwie bekannt dafür, so Feuchtigkeitsspenden zu sein. Denn das habe ich auch schon
bei anderen Produkten gelesen, dass es drin enthalten ist, ne? Und die My Little Beauty Produkte sind immer super natürlich. Ich weiß gar nicht, die hier gerade gar nicht so drauf, ne? Sonst ist halt immer so ein fettes Gedönsen, dass da steht 99% natürliche Inhaltsstoff oder sowas, ne? Das habe ich jetzt hier wirklich nicht draufstehen. Das ist sehr, sehr verwirrend, muss ich gestehen, weil hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber vielleicht, weil die Verpackung einfach zu klein ist und das schon sehr klein hier drauf gedruckt ist. Aber finde ich gut. Ist ein schönes Produkt fürs Gesicht, kann man gut gebrauchen. Und dann habe ich hier von Dr. Barbour Pro ein AHA Peeling Overnight. 15 ml sind hier drin. An und für sich finde ich das cool. Hatte das auch schon mal in einer anderen Box drin gehabt. Kann ich aktuell nicht verwenden. Ich habe euch hier mal ein Video gedreht, weil ich bin ja schwanger. Jetzt, ne? Schon sehr schwanger mittlerweile. Da sollte man einfach auf solche Säurepeelings und so verzichten, weil die Haut einfach durch die Schwangerschaft noch ein bisschen mehr sensibel wird und das einfach nicht gut ist. Also das kann halt super schnell zu Hautreizungen führen. Deswegen raten halt auch diese ganzen Hautpflegefirmen davon ab, das zu verwenden in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, ne? Und das dann halt einfach dann zu verwenden, wenn wieder der Hormonhaushalt wieder vollkommen normal und tutti ist, dann kannst du das machen, aber halt nicht, wenn du in der Mami-Phase bist. Deswegen ist es aber auch in Ordnung für mich, ne? Also ich finde es interessant, solche Produkte mit in Boxen drin zu haben. Dr. Barbour ist natürlich auch sehr, sehr high class unterwegs, ne? Freue ich mich auch drüber, kann ich aber wie gesagt jetzt aktuell, heute, heutzutage nicht verwenden. Geht dann halt ins Backup. Ja, lässt man dann halt verschlossen, finde ich aber auch nicht schlimm. So, einen habe ich hier noch. Und das dürfte dann jetzt unser Ersatzprodukt sein für die Ohrringe, denn es fühlt sich nicht nach Ohrringen an, was hier ist. Es ist eher wie so ein Prüfumschlag, ne? Made in China, okay, My Little Box. Aber richtig hübsch mit diesem Schleifchen. Das kann ich mir jetzt auch super vorstellen, das dann halt für Weihnachten zu nehmen, wenn man so einen schönen Gutschein hat oder, keine Ahnung, eine schöne Karte verschenken möchte, dass man dort halt auch sowas noch mit reingibt, ne? Da muss man nur etwas fingerfertig sein, damit man auch so ein schönes Schleifchen noch gebunden bekommt. Aber ich finde es hübsch. Mag ich gerne leiden. Und, oh ja, genau in demselben Ton wie halt auch die Umverpackung ist dann hier so ein kleines, nennen wir es mal Party-Portemonnaie drin enthalten. Also von der Größe her kannst du da, keine Ahnung, so ein paar Dokumente reinmachen, Impfpass, Ausweis, keine Ahnung, ne? Ein bisschen Kleingeld oder so. Wobei, da muss man halt immer gucken, dass es nicht rausfällt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der My Little Box so ähnlich drin. Jetzt in einem ähnlichen Design. Dann hast du hier auch so einen Druckknopf und da kannst du dann deine Sachen drin lagern. Das hier wäre jetzt tatsächlich die Box gewesen. Also ich glaube, da macht man nichts verkehrt, ne? Wenn man bedenkt, 18,50 beziehungsweise mit dem Code BISTRO hast du dann 13,50 € für die Box beziehungsweise die Produkte beziehungsweise auch die Produkte mit dem Erlebnis zusammen bezahlt. Ich finde, das geht klar. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Allein, dass wir haben ja schon mit dem Lippi den Preis raus, ne? Also das muss man halt auch sagen. Klar, du hast bei einer Beautybox immer die Geschichte, dass du nicht genau weißt, was drin ist immer. Das ist immer so ein kleines Glücksspiel. Aber wenn man sich einfach so die letzten Videos auch anschaut von der My Little Box und so, dann kann man sich so ein ungefähres Bild machen. Und dann kannst du entscheiden, ob du Bock hast, die Box zu abonnieren. Ich kann es nur empfehlen, weil jetzt sehr, sehr bald auch der Adventskalender natürlich rauskommen wird. Da werden die Abonnenten halt vorrangig behandelt. Das heißt, man kann wahrscheinlich eher darauf zugreifen und hat wahrscheinlich auch einen günstigeren Preis. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen, Leute. Letztes Jahr war der richtig gut. Das war das erste Mal, dass die einen rausgebracht haben. Und vor allem hatte der auch einen netten Preis, ne? Also das war jetzt nicht so hochgradig überteuert. Das fand ich auch nett. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen, Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!